Hallo meine Lieben, ich war einkaufen, die dritte, und zwar ja, bei DM, dann haben wir für meinen Freund geshoppt und jetzt für mich. Und ich will es kurz halten, denn mein Akku blinkt mittlerweile schon, weil ich davor so viel geredet habe. Wir waren bei New Yorker, so. Ist eigentlich nicht so mein Hauptzielladen, aber wir waren letztens drin wegen einer Freundin und dann habe ich entdeckt, und das fand ich total cool, normalerweise halte ich sowas nicht in die Kamera, aber in diesem Falle schon. Und zwar gibt es da aktuell ganz coole Sport-BHs und cool deshalb, denn ich finde Sport-BHs, die einfach nur, sorry, dass ich so ins Detail gehe, die Brust eindrücken. Ich habe da das Gefühl, dass da gar kein Halt da ist. Jedenfalls gibt es hier jetzt diese Sport-BHs und das ist jetzt eben der mintfarbene, der hier vorne so aufzumachen ist mit einem Reißverschluss. Und innen drin ist nochmal ein normaler BH, der aber super flexibel ist. Und er war recht teuer, hat 20 Euro gekostet, aber ich fühle mich sicher damit. Ich bin dadurch auch auf der... Ich habe den dann anprobiert und bin in der Kabine rumgehüpft und dachte mir, Wahnsinn, was das für einen Halt gibt. Dadurch, dass es eben doppelt geschützt ist. Und ich mag das auch total hinten sehr, sehr gerne. Er schneidet mir nirgends ein. Ich finde das einfach top und deswegen war er mir die 20 Euro auch wert. Dann ebenfalls bei New Yorker und da bin ich richtig glücklich drüber. Ich liebe ja so Onesies, also All-Overs. Und ich hatte eigentlich nach einem Maxi-Kleid geguckt und da gab es dann aber bei New Yorker, ich dachte erst, es wäre ein Maxi-Kleid, in diesem Stoff mit diesen Trägern ein Jumpsuit als Hose. Und das ist endlich mal einer. Also hier seht ihr dann, unten ist ein Bündchen. Ich zeige euch das nochmal getragen. Das ist einer, der unten hin an den Füßen enger wird. Ja. Super, super bequem ist. Und es ist einer, der mir endlich, ihr werdet es wahrscheinlich zu übertrieben finden, aber der mir schmeichelt. Und ich finde, Jumpsuits, die einer Figur schmeicheln, gibt es so gut wie gar nicht. Und dann hat mich natürlich der Preis total überzeugt. Mein Freund hasst solche Sachen. Er hasst Maxi-Kleider, er hasst Jumpsuits, er hasst alles, was so Onesies-mäßig ist. Jedenfalls hatte ich den erst alleine anprobiert, eben mit meinen ganzen anderen Sachen, eben auch Maxi-Kleider. Und das war der einzige, wo ich eigentlich gesagt habe, eigentlich bin ich verliebt in ihn, aber ich will, dass mein Freund das auch gefällt. Ich möchte so eine Sachen jetzt nicht mehr kaufen, wenn sie nicht zu 100% uns beiden gefallen. Bin glücklich, ihn zu haben jetzt. So, dann machen wir weiter mit H&M. Ich war auch bei H&M. Und dort habe ich mir eine ganz basic, wartet, in einer M, ich hätte sie in einer S nehmen sollen, aber das ist jetzt egal, eine Jogginghose geholt, die baggy-mäßig ist. Die ist sehr, sehr dünn, was ich total mag, jetzt gerade für den Sommer, und wird unten hin sehr schmal. Ja, ich trage das im Alltag als Harem-Baggy-Hose und mag ich sehr, sehr gerne, weil es ein helles Grau ist und sehr dünn eben ist und luftig. Und die habe ich gar nicht erst anprobiert. Ich habe die einfach mitgenommen, weil ich dachte, selbst wenn sie etwas zu groß sein sollte, was sie ist, kann ich sie trotzdem gut kombinieren mit einem engen Tanktop und einem kleinen Cardigan drüber. Fertig ist das Outfit. Genau, dann habe ich mir, und das war so eine Sache, wo ich nicht wusste, will ich es wirklich haben. Ach so, die Hose hat gekostet bei H&M, sorry, 9,99 €. Und dann gab es hier im Sale einen Pullover, der leicht transparent ist. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber auf jeden Fall steht da drauf Paris. Paris was? Paris Darling. Der ist super, super schön geschnitten. Er macht eine schöne Figur. Und ich liebe ja diese großen, weiten Pullis. Und das ist halt dadurch, dass er so ein bisschen transparent ist. Ah, okay, jetzt seht ihr es. Transparent ist. Ist das echt schön und super leicht und kann ich im Sommer eben auch gut tragen. Und ich hatte eben für den Sommer kaum Pullis, die kühl, aber nicht zu kühl und nicht, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Jedenfalls war der im Angebot, hat nur noch 7 Euro gekostet von 14,99 €, also 50% reduziert, ist ein super Schnäppchen gewesen und durfte deshalb mit. Dann wieder etwas Mintiges, oder zumindest in der Art, ein Cardigan durfte mit. Das ist dieser hier und auch der ist leicht durchsichtig. Den hat mein Freund gleich gesagt, als ich ihn nur an mich rangehalten habe. Der muss mit, egal wie. Den gab es auch noch in anderen Farben und ich mag halt allgemein Cardigans sehr, sehr gerne. Und der hat statt 10 Euro nur noch 5 Euro gekostet, ist in der Größe S. Achso, der Pulli ist auch eine S, damit ihr es nur wisst. Ja,
Und war halt, wie gesagt, im Sale. Also ihr müsst mal gucken, ob ihr die zwei Sachen noch bekommt, weil für den Sommer finde ich die echt super schön. Dann, ich muss mich wie gesagt beeilen, waren wir noch bei Olymp und Hades. Und das ist für mich tatsächlich ein Laden, in den ich nicht so gerne reingehe, weil ich finde, dass manchmal die Teile zu teuer sind. Jedenfalls durfte ich mir dort Sachen aussuchen für meinen Geburtstag. Ich habe ja auch bald Geburtstag und ich durfte mir da Outfits shoppen sozusagen. Also ich durfte mir da was aussuchen jedenfalls, was mein Freund mir halt schenkt. Und da war dann dabei, ich höre mich schon recht heiß an, weil ich so viel rede,